Also entweder man geht daran unter, ja, und man schaltet alles ab, was man in sich hat, in dieser Wärme und reagiert mit der gleichen Kälte, wie die Welt reagiert, als Reaktion und sagt dann quasi, die Welt möchte, dass ich so funktioniere, also funktioniere ich so wie die Welt und so überlebe ich, Survival of the Fittest. Oder du sagst, okay, es mag sein, dass die Welt so ist, aber wie kann ich mir das erhalten, diese Wärme und diese Herzlichkeit, weil ich sie aus eigener Überzeugung als richtig empfinde, wie kann ich mir das erhalten, ohne daran unterzugehen, dass die Welt anders ist? Hi Leute, manche von euch haben es vielleicht schon bemerkt, ich habe heute so einen Aufnahmetag und ich habe jetzt in diesem Setup hier, das ist das dritte Video, das ich aufnehme und das ist auch das letzte Video, was ich aufnehme heute. Aber es ist etwas, was ich einfach weiterführen möchte hier auf dem Kanal, weil ich es gerne mache. Und zwar bezieht sich das darauf einfach, was jetzt passiert ist, seitdem ich eigentlich dieses mit dem Gaming-Content so aufgehört habe hier auf dem Kanal und seitdem so einen anderen Weg gehe, so meinen weiteren Weg einfach verfolge. Und ich möchte einfach meine Erfahrungen ein bisschen festhalten, auch für manch einen da draußen von euch vielleicht, der da folgt und vielleicht auch mal zuhört. Und ich sehe, es hören wenigstens ein paar Leute zu, was ich in solchen Videos mal von mir gebe. Und das finde ich sehr schön. Und dass auch Feedback dazu kommt, finde ich auch sehr schön. Vielleicht mal eine kurze Vorschau, über was ich heute reden möchte. Ich möchte einerseits über das Surfskating kurz reden, was da eigentlich passiert ist. Seit dem letzten Video kam ja nichts mehr. Dann möchte ich auf jeden Fall drüber reden, was ein bisschen die Psychologie für sich selbst angeht, nämlich gewissermaßen alleine sein oder mit sich selbst ins Reine kommen und mit sich selbst cool sein im Leben. Und damit möchte ich es dann heute auch schon belassen beim Video. Fangen wir vielleicht an mit dem Surfskating. Im Video habt ihr vielleicht gesehen, dass ich mich da verletzt hatte am Handgelenk. Das ist mittlerweile alles wieder cool. Das ist kein Problem. Allerdings nach dem Video bin ich nochmal hingefallen. Und zwar hatte ich, wer skatet, kennt den Begriff mit Sicherheit Wheel Bite. Ja? Wenn das Rad unten am Brett schrammt quasi und dann blockiert. Und das hatte ich leider. Entweder weil ich zu schwer war für dieses Setup, ja, oder weil ich zu krass in die Kurve gegangen bin. Aber das sollte bei einem Surfskate meines Wissens eigentlich nicht passieren. Jedenfalls ist es passiert. Das heißt, das Rad hat blockiert und mich hat schlagartig vom Brett runtergehauen und ich musste mich dann mit meinem rechten Fuß mit der Ferse extrem abstoppen auf dem Boden. Habe jetzt dadurch leider eine ziemlich krasse Fersenprellung bekommen und das macht leider gar keinen Spaß. Also ich bin teilweise hier jetzt mit Krücken unterwegs, dass ich den Fuß so gut es geht entlaste. Ich kann die Ferse nicht gut belasten. Es tut extrem weh und seit jetzt über 2 Wochen plage ich mich quasi damit rum, war auch schon beim Orthopäde. Es sollte jetzt in den nächsten Wochen wieder gut werden, dass ich wieder normal laufen kann. Aber für mich ist dann sozusagen dieses Thema leider auch schon mal vom Tisch. Da macht meine Frau auch nicht mehr mit. Wer beim ersten Mal Surfskaten schon so ein Zeugs mit nach Hause bringt, ist natürlich kacke gelaufen. Aber ich habe da schon einen Joker in der Hinterhand, das habe ich immer. Und da kommt vielleicht dann irgendwann in den nächsten Wochen auch noch ein Update, also sobald ich wieder fit bin. Ich habe vor, was anderes auszuprobieren, was sehr geil ist. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Mal gucken. Also bleibt da auf jeden Fall dran, falls ihr meine Freizeit-Außenaktivitäten noch erleben möchtet, was ich jetzt als nächstes aus dem Hut ziehe. Er wird nicht mehr mit Richtung Skaten sein, sondern was mit Radsport, aber was ganz Interessantes mit dem Radsport. Ein cooles Teil, eine coole Erfindung, die ich da entdeckt habe. Die möchte ich euch mal zeigen. Auf jeden Fall das mal zu dem Thema, dass ihr da Bescheid wisst. Auf jeden Fall einen Tipp würde ich echt geben. Wirklich achtet auf extrem gut gepolstertes Schuhwerk, auf extrem gut gepolsterte Sohlen, falls ihr da jetzt noch beim Skating unterwegs seid. Wenn ihr dann keine gute Schuhe, keine gute Polsterung habt und dann so schnell abblocken müsst wie ich mit der Ferse, das kann richtig kacke werden. Das macht richtig wenig Spaß jetzt mit der Fersenprellung. Vor allem, wenn man dann trotzdem 8.000 bis 10.000 Schritte am Tag läuft mit einer geprellten Ferse, so wie ich jetzt seit den letzten 2 Wochen gar keinen Spaß. Aber ja.
Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich, und der letzte eigentlich auch schon fürs Video, nämlich, was mir heute auch wieder in den Sinn gekommen ist. Ich glaube, je mehr, oder ich gucke mich immer wieder um und schaue, was ist so los, worüber reden die Leute, worüber reden sie im Real Life, worüber redet YouTube, worüber redet Social Media, sei es auf einem Instagram, sei es bei YouTube, sei es LinkedIn und solche Sachen. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass leider viele, viele Leute, glaube ich, immer noch sehr, sehr abhängig davon sind. Erstens, was andere Leute über sie denken und dass viele Leute davon abhängig sind, dass sie Gesellschaft haben und dass man jemanden braucht, der einem zuhört und dass man jemanden braucht, der einem Wertschätzung entgegenbringt. Und ich glaube aber, dass das prinzipiell eigentlich eine gute Sache ist. Denn ich glaube, eigentlich ist es eine natürliche Sache in uns Menschen, dass wir uns gut dabei fühlen, wenn wir Gesellschaft haben, dass wir uns eigentlich gut dabei fühlen, wenn wir uns verstanden fühlen, wenn wir jemanden haben, der uns zuhört, uns Zeit schenkt, uns auch emotional irgendwie begleitet, ja, und an unserer Seite ist. Und ich glaube, dass wir uns das alles sehr wünschen, tief innerlich. Und das ist leider in unserer heutigen Zeit, wie ich finde, oder zumindest meine zu beobachten. Ich meine zu beobachten, dass das immer mehr zu einem Problem wird. Also, dass andere Leute den anderen nicht mehr wirklich zuhören. Das habe ich auch zum Beispiel bemerkt, als ich jetzt bei Ärzten war und so weiter. Man hört gar nicht mehr richtig zu, sondern man handelt nur noch nach einem System und nach einem Schema oder man handelt nur noch aus der eigenen Welt heraus, ohne die Welt des anderen gegenüber überhaupt ansatzweise verstehen zu wollen oder verstehen zu können. Und ich habe so das Gefühl zu beobachten, dass die Menschen immer weniger in der Lage sind, eine Verbindung aufzubauen zum Gegenüber. Dass dieses Band zu knüpfen, diese Fähigkeit dazu, ein Band zu knüpfen, sich jemand anderem zu öffnen und jemanden anderen auch reinzulassen, sage ich mal so, in die eigene Welt, dass diese Fähigkeit extrem verloren geht. Und ich kann da ein Lied von singen, sage ich mal so, weil ich das wirklich schon über viele Jahre hinweg meine zu beobachten. Und auch vieles in mir habe ich dementsprechend auch entwickelt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass mir immer jemand gefehlt hat, mit dem ich wirklich reden kann, mit dem ich mich wirklich verbinden kann, der wirklich auch die Zeit, die Konzentration und die Kraft auch aufbringen kann, um meinen Gedanken überhaupt zuzuhören und meinen Gedanken überhaupt folgen zu können. Denn wenn du jemand natürlich bist, der sich sehr einfach ausdrückt und der sehr einfache Beweggründe hat und der gar nicht versucht, irgendwie was Komplexes zu erklären oder was komplex sich zu durchdenken, dann ist es natürlich auch nicht schwer, weil du wirst ja keine langen Dialoge oder keine langen Monologe führen vor jemand anderem, um dich zu erklären, um dich auszudrücken, um zu beschreiben, was sich bewegt, um dich zu beschreiben, was dich traurig macht oder um auch zu beschreiben, was du denkst, was vielleicht sinnvoll wäre im Leben oder was, wenn du was Positives beschreiben möchtest in seiner Komplexität, dass du es immer schwer haben wirst im Leben, jemanden zu finden, der dir folgt und der dir zuhört. Und damit du dann auch das Gefühl haben kannst, verstanden zu werden und aufgenommen zu sein und wertgeschätzt zu werden. Und wenn es dir vielleicht auch so geht und du dann redest und du dann merkst, die Leute schalten aus, ja, die Leute schalten ab im Kopf und hören dir nicht mehr zu. Sie haben keine Zeit für dich, sie haben keine Kraft für dich. Eigentlich interessiert es sie gar nicht, was du redest. Das ist etwas, was einem sehr, sehr wehtun kann, besonders wenn man in jungen Jahren auch damit konfrontiert ist und auch noch nicht so viel dann in sich gegangen ist und dementsprechend sich auch präpariert hat
dafür, dass das so ist. Deswegen möchte ich das heute einfach mal ins Video mit reinpacken als mein Ratschlag. Falls es dir auch so geht oder falls es dir gerade so ergeht und du damit jetzt in den ersten Malen konfrontiert bist und oder vielleicht das wiederholt passiert und du einfach denkst, hey, was ist da los? Ich bin ganz allein und mir hört niemand zu. Da ist niemand da. Und ich glaube, dass viele Menschen mittlerweile so ganz viele Solo-Haushalte, ne? Es gibt immer weniger Familien und Partnerschaften allgemein oder Ehen und so weiter. Die Leute sind gern allein und haben dann einen Hund oder so. Das ist ein ganz anderes Thema wieder, aber man muss, denke ich, so stark das auch dem widerspricht, was ich vorhin beschrieben habe, man möchte das gerne. Man möchte ja gerne in einer liebevollen Umgebung leben. Man möchte gerne in einer warmen Welt sein. Man möchte gerne angenommen sein und sich geschätzt fühlen und so weiter und so fort. Das wünscht man sich an dieser Welt, aber meistens, ne, je älter man wird und man wird dann mit der kalten Realität konfrontiert, dann merkt man, dass die Welt nicht so warm ist meistens. Und dann merkt man, dass man sich vielleicht, also entweder man geht daran unter, ja, und man schaltet alles ab, was man in sich hat, in dieser Wärme, und reagiert mit der gleichen Kälte, wie die Welt reagiert, als Reaktion. Und sagt dann quasi, die Welt möchte, dass ich so funktioniere. Also funktioniere ich so wie die Welt. Und so überlebe ich, Survival of the Fittest. Oder du sagst, okay, es mag sein, dass die Welt so ist. Aber wie kann ich mir das erhalten, diese Wärme und diese Herzlichkeit, weil ich sie aus eigener Überzeugung als richtig empfinde, wie kann ich mir das erhalten, ohne daran unterzugehen, dass die Welt anders ist? Und da möchte ich dir einen Tipp einfach auf den Weg geben, dass du einen allerbesten Freund hast, auch du. Und der ist hier drin. Und hier drin. Und du musst dazu versuchen, eine Beziehung aufzubauen, wenn du dir das erhalten möchtest, wovon ich gerade gesprochen habe. Du musst versuchen, quasi mit dir selbst ins Gespräch zu gehen, diese Stimme zu finden, die mit dir selbst redet. Das ist jetzt nicht Schizophrenie, sondern das ist einfach nur, was man, manche sagen, Intuition dazu, manche vielleicht die innere Stimme. Da bist du selbst und du musst das finden und du musst diese Verbindung, quasi wie die Telefonnummer, die du anrufst, wenn du jemanden anrufst, du musst die Telefonnummer zu dir selbst kennen. Ja? Du musst sie finden und dann musst du anrufen bei dir selbst. Besonders wenn du dieses Gefühl hast, dass dir keiner zuhört, dass du ganz alleine bist und dass du hier irgendwie falsch bist, weil du komplexer dich ausdrücken möchtest, weil du längere Gespräche führen möchtest, weil du Dinge ergründen möchtest, wofür sich kein Mensch anscheinend zu interessieren scheint. Und du rufst dich selbst an, weil du selbst dein bester Freund, deine beste Freundin bist. Und da kannst du den Frieden finden. Da kannst du das finden, was du vermisst. Derjenige, diejenige, die dir zuhört und bei dir ist. Und dort musst du den Frieden finden, in dieser Stimme, in dieser Ruhe, in was man vielleicht auch gewissermaßen dann erstmal als Einsamkeit empfindet, dass du da alleine zum Beispiel in einem Raum sitzt, so wie ich jetzt, und raus aus dem Fenster schaust, in einen sehr trüben Himmel momentan und dann eigentlich denkst, boah, ich bin ziemlich alleine irgendwie, so, es ist nicht viel um mich rum, was mich jemand, der mich versteht, großartig oder Zeit und Kraft aufbringt, um mir zuzuhören und so weiter. Aber du kannst mit dir selbst da sprechen in dieser Hinsicht und dir selbst Trost geben, gewissermaßen, dass du einfach sehr viel Revue passieren lässt in dir drin, wie dein Leben bisher verlaufen ist und wie das dann alles Sinn macht, wie es verlaufen ist. Und dass auch die Einsamkeit nicht wirklich Einsamkeit ist, weil nämlich immer
etwas oder jemand da ist an deiner Seite, wenn du es zulässt. Und das ist eine Sache, die muss man zulassen, um sie zu verstehen. Denn wenn man davor eine Blockade hat, dann fühlt man sich tatsächlich alleine. Und deswegen habe ich schon vor vielen, vielen Jahren zugelassen, dass quasi ich selbst mir der beste Freund bin. Und quasi, wenn du jetzt versuchst, so dran zu denken, dass du mal ganz still bist und sogar, ich übertreib's es einfach mal, das Zimmer, in dem du sitzt, komplett dunkel ist und alles komplett still ist und du sitzt da in der Dunkelheit und in der kompletten Stille und du hörst nichts und du siehst nichts. Und genau in diesem Moment, musst du dich selbst hören, du musst deine Stimme hören und du musst dich wohlfühlen, genau in dieser Situation. Wenn alles um dich rum still und dunkel ist, genau da musst du Frieden finden und Geborgenheit und Ruhe und Schönheit, genau in diesem Moment. Und wenn du dazu in der Lage bist, wenn du in der Lage bist, quasi in der Dunkelheit zu leben und in der Stille, und das kannst du, 100%, dann hast du einen großen Punkt der Freiheit erlangt, einen ganz, ganz großen Teil der Freiheit für dich erlangt in diesem Leben, weil genau dort liegt die Unabhängigkeit von anderen. Dass dir jemand anders sagen muss, dass du okay bist, dass dir jemand anders sagen muss, ja, ist in Ordnung, so kannst du so machen. Ja, oder dass dir jemand irgendwie in einer Form eine Bestätigung geben muss, dass du das so richtig machst, wie du es machst. Du musst es und du kannst das selbst wissen. Und ja, es ist so, dass du damit nicht vollständig löschen kannst, dass du eigentlich irgendwo tief in dir drin die Sehnsucht danach hast, dass tatsächlich da draußen jemand ist, der dir zuhört, der für dich da ist, der dich in den Arm nimmt vielleicht und reagiert auf dich und auf deine Gefühle und auf deine Gedanken. Der Wunsch ist da und ich glaube, es ist gut so, dass man für sich selbst das auch akzeptieren muss, dass dieser Wunsch da ist. Du kannst diesen Wunsch nicht löschen und wahrscheinlich wirst du auch das dein Leben lang nicht schaffen können und ich würde dir auch gar nicht raten, das zu versuchen, das zu löschen. Nimm es so hin, wie es ist, dass du es nicht löschen kannst, aber du auch nicht löschen willst. Es ist okay, dass dieser Wunsch da ist. Aber mach dich nicht abhängig davon. Dein Ziel sollte es sein, dich nicht davon abhängig zu machen, sondern dich frei davon zu machen, dass du es brauchst. Wenn es kommt im Leben, wenn dieser Mensch kommt oder dieser Moment kommt, nimm diesen Moment für dich und schätze ihn und halte ihn in Ehren und in Erinnerung als was Positives, als ein Geschenk. Aber du darfst nicht dieses Geschenk zu einer Droge machen. Und ich glaube, dass die Menschheit sich auf diese Entwicklung hinbegibt, in diese Richtung hinbegibt, dass dieses Geschenk, von dem ich gerade geredet habe, zu einer Droge wird. Die Aufmerksamkeitsdroge, jemand muss mir sagen, okay, damit es okay ist, Droge. Ja? Und dass man einfach entweder sich komplett kalt stellt, und ich glaube, das machen die meisten, sich einfach komplett kalt stellen, zu sagen, die Welt ist so kalt, also bin ich so kalt. Und alles andere drumherum, Wünsche, Ziele, Träume, Herzlichkeit, Wärme, schalte ich alles aus und mach so wie die da draußen oder wie die Welt mir entgegnet, so bin ich auch. Und dann kann mir nichts mehr passieren. Ich denke, es lohnt sich, das zu erhalten. Das heißt, diese Wärme zu erhalten, denn sie ist bitter nötig. Sie ist bitter nötig, wenn du Glück empfinden willst. Sie ist bitter nötig, wenn du anderen was Positives geben möchtest, besonders in deiner Familie, wenn du Wärme geben möchtest, ausstrahlen möchtest. Und wenn du Momente haben möchtest der Erfüllung, Momente haben willst, an die du dich mit einer Wärme im Herzen zurückerinnern kannst, was du nämlich im Endeffekt als dein Leben bezeichnen wirst,
Das sind die Momente. Und wenn du davon möglichst viele haben willst, das ist der Punkt, wenn du davon möglichst viele haben willst, glaube ich, dass es sich lohnt, das da drin zu erhalten und nicht kalt zu schalten, um da draußen klarzukommen. Und bei sich selbst zu bleiben und eben diesen eigenen inneren besten Freund zu haben. Deshalb, das wollte ich einfach in diesem Video mal mitgeben. Das war ein Gedanke, den ich gefasst habe, wo ich kürzlich dachte, das möchte ich mal in einem Video einfach festhalten hier auf dem Kanal für irgendwen da draußen vielleicht, der gerade auch auf der Suche oder auf der Reise ist und auf einem Abenteuer. In diesem Sinne, gute Reise weiterhin und vielleicht bis zu einem nächsten Video, ne?